Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu Phil und Stifti, dem Podcast. Es hat eine ganze Weile gedauert, ehe wir jetzt wieder am Start waren. Der letzte Podcast ist gefühlt irgendwie Lichtjahre entfernt, aber nichtsdestotrotz, da sind wir wieder und ich sag mal, hallo Phil. Na, in jugendlicher Frische würde ich sagen, oder? Selbstverständlich. Herzlich willkommen, schön, dass ihr uns zuhört. Moin Uwe, grüß dich. Jugendliche Frische, da ist bei mir gerade gar nichts. Mich plagt der Heuschnupfen, aber nichtsdestotrotz. Wir werden ab sofort wieder einmal monatlich für euch oder mit euch da sein und hier so ein paar Themen rund um World of Warships, um die Community, um die Clans, um ja vielleicht auch nochmal andere Games irgendwie in der Richtung bereden. Und heute haben wir uns ein Thema rausgesucht oder eines von den Themen, aber wir fangen erstmal an, was sich seit dem letzten Podcast so ergeben hat, auch in-game. Wobei, da muss ich echt überlegen, weil es ist schon echt lange her. Aber wir haben die Hybridschiffe, da hatten wir das letzte Mal noch so kurz vor dem Erscheinen drüber geredet. Wir haben panamerikanische. Da können wir vielleicht auch mal ein, zwei Worte verlieren. Und jetzt rücken ja demnächst die gesamten Spanier uns auf die Pelle. Ja, auf jeden Fall. Also wieder so wie immer in World of Warships extrem viele neue Sachen und ja auch extrem viele neue Schiffe. Also ich muss aber sagen, das ist auch diesmal muss ich sagen und muss ich nochmal sagen und nochmal sagen, also jetzt ist auch genug mit der Redewendung, ich sage ja schon so viel, dass es mir eigentlich ganz gut gefällt, so wie sie jetzt die neuen Linien immer so bringen, ne? Also jetzt beispielsweise, das ist der erste Vorabzugang, wo man sich mit, also die bringen ja immer eine spezielle Währung, jetzt bei den Panamerikanern, aber dass man sich damit Free EP die Marken verkaufen kann und nicht nur mit Dublonen, da freue ich mich sehr drüber. Toll. Nicht nur kaufen. Ey, Mensch, wie lange haben wir, wie viel geredet mit Wargaming, dass es doch mal toll wäre, wenn man das sich nicht nur kaufen müsste. Aber ja, ist doch schön. Freut mich, auf jeden Fall. Was mir so ein bisschen fehlt, das hatten wir früher. Früher hattest du halt Aufgaben und hast du jetzt auch. Jetzt kriegst du halt die Marken. Früher konntest du dir halt für bestimmte Aufgaben eines dieser Schiffe aus dem Vorabzugang holen. Gut, jetzt ist es ein bisschen verhackstückelt mit Marken, kann man es dann auch. Und ein Schiff gibt es halt nur durch Zufallspakete. Aber letztendlich sind es alles Forschungsbombschiffe, die kommen früher oder später eh komplett in den Hafen. Also was ist denn so dein Eindruck von den Panamerikanern, von diesen etwas seltsamen AP-Kreuzern? Ja, also ich finde die, das ist besonders, das ist eine Linie, die ist anfängerfreundlich, weil du halt auch schon dich auf den niederen Stufen sehr, sehr gut heilen kannst. Und das ist halt vor allem bei so Kreuzern, die du sonst im Spiel hast, nie der Fall. Und deswegen sind die auch immer sehr krampfig zu spielen. Also Rang 6er, Rang 7er, sogar Rang 8er Kreuzer teilweise sind wirklich nicht einfach zu fahren und machen auch nicht sonderlich viel Spaß, weil meistens fehlt dir halt immer ein Heal und das ist bei denen schon sehr, sehr gut. Und so als solches finde ich den Spielstil auch sehr spannend mit diesem Aufladen von den Verbrauchsmaterialien oder von deiner speziellen Fähigkeit sozusagen, finde ich sehr cool, sehr spannend. Und natürlich, ey, also muss man auch mal sagen, das Ding hat Raider, ne? Raider ist auch gut. Das ist hilft euch immer weiter in den Runden. Aber das sind jetzt alles so Vorteile, die jetzt ja für einen Kreuzer jetzt aber auch nicht unbedingt das Relevanteste sind, sage ich mal. Also ihr habt ja immer so bestimmte Rollen und ich meine, man fährt die ja auch nicht nur auf Radar direkt nose-in an einer Insel dran, wie beispielsweise eine Moskva oder eine Desmo oder so. Daher ist es auf jeden Fall nicht Rolle Raider Cruiser, wo die Panamerikaner reinfallen, aber ihr habt ein Radar mit dabei. Das Problem ist, danach gibt es auch noch eine andere Rolle und die nennt sich halt so
ich sag mal, DPM-Kreuzer und Schaden machen die halt wirklich, es sei denn, man fährt halt als Gegner wirklich sehr breit und ist selber ein Kreuzer, dann machen die Panamerikaner wirklich viel und guten Schaden, weil sie auch gute Zitas machen. Aber auf alles andere fehlt mir da jetzt immer noch ein bisschen der Damage. Ich weiß nicht, wie es mit dem Rang 9er und mit dem Rang 10er ist. Schwierig. Will ich auch noch nicht, ja, also ich selber will noch nicht ganz so viel dazu sagen, weil sie sind halt noch im Vorabzugang und ne, das also, mache ich dann, wenn die wirklich frei sind und für alle zu sehen sind und so, aber das ist bis jetzt so mein Eindruck bis zum Rang 8er hoch. Also interessant zu fahren, macht Spaß, auch cool mit dem Heal und so, aber Schaden und Schaden machen müssen Kreuzer, ansonsten kann ich DD fahren oder Schlachtschiff, und da ist noch ein bisschen wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das wird auch, also ich fand sie von 5 bis 7 spaßig, durchaus. Kann man gut Runden mitmachen, der 8er war ein bisschen und ab T9 wird es dann echt anstrengend, weil die Reichweite vergrößert sich nicht, ne? Ihr habt eine Grundreichweite von 15 noch etwas als 9er Kreuzer. Spielt aber dann mit Gegnern, die 18, 19, 20 Kilometer Reichweite haben und euch dann entsprechend schon vorher rausnehmen und mit der AP, naja, gut, sagen wir mal so, steht euch eine Jombar gegenüber oder so oder eine Musashi, dann seid ihr mit der AP relativ hoffnungslos unterbuttert. Aber ich habe mal eine andere Frage. Mal weg von den speziellen. Meinst du, das ist die neue Meta, dass wir Kreuzer mehr und mehr nur noch AP-only sehen? Weil der neue Russe, den sie jetzt vorgestellt haben, der Nachfolger der Kutuzov, kommt ja auch mit AP-only daher. Ja, ich weiß nicht genau, was da jetzt, also wenn ich sowas sehe, dann erkenne ich spätestens nach dem zweiten Schiff das Muster. Und das Muster ist, dass sie, wie du es jetzt auch richtig erkannt hast, Uwe, dass sie Schiffe bringen mit AP. Aber ich frage mich, wieso? Also. Naja, wieso? Da wird gemutmaßt, dass wir eine ganze Weile leichte Japaner und alles davor, bis hin zur Smolensk, dass wir reichlich HE-Spammer haben. Eigentlich auch viel zu viel. Da haben sich ja die Schlachtschifffahrer drüber beklagt, dass sie eigentlich gar nicht mehr in den Push oder in den Brawl gehen können, weil sie direkt abgeflammt werden von den vielen HE. Und das, wie immer bei Wargaming, ist es ja so, wir balancieren das nicht so richtig, sondern wir machen erst das eine komplett und dann drehen wir den Schalter um und jetzt machen wir nur noch AP-only, um dem was entgegenzusetzen. Das ist so die Mutmaßung und das Gefühl bei vielen. Das ist spannend. Das finde ich wirklich sehr spannend. Da würde ich auch noch nicht mal widersprechen. Also kann sein, weiß ich nicht. Ich weiß darüber natürlich auch nichts. Und wenn ich was wüsste, dürfte ich es auch nicht sagen, aber ich weiß auch wirklich nichts. Aber das finde ich tatsächlich spannend, ja. Das finde ich tatsächlich spannend. Weil ich meine, Leute, wie lange haben wir denn HE-Meter? Also, wie viele, also weiß ja gar nicht, ne? Wie alt ist die Smolensk? Puh, also, dann hat es wirklich lange gedauert, bis dann das Umdenken kam bei Wargaming. Aber wenn das Umdenken ist, spannend. Würde ich sehr spannend finden, auf jeden Fall. Ja. Naja, mal gucken. Also ich meine, wenn man jetzt sieht, okay, die Spanier, also Panamerikaner bei den Spaniern, die haben ja dann wohl, also die spanischen Kreuzer, haben ja dann wohl wieder HE, aber jetzt auch bei dem russischen Kreuzer. Naja, gut, wir gucken mal. Mal sehen, es dürfte spannend bleiben. Wir kriegen, wie gesagt, einen kompletten spanischen Zweig rein, zumindest erstmal mit den Zerstörern und den Kreuzern und irgendwo am weiten Himmel werden dann wohl auch spanische Schlachtschiffe, denke ich mal, mit dabei sein. Apropos neue Schiffe, wie findest du denn eigentlich die neuen Hybrid-Viecher, sag ich mal? Super, ne? Super genial, ja. Ich war am Anfang total skeptisch, weil mir die Kearsarge nie so richtig Spaß gemacht hat. Hab dann mit der Nebraska angefangen, fand die aber schon recht lustig. Delaware fand ich einfach nur grandios. Mhm. Also die spiele ich wirklich sehr gerne. Und jetzt Louisiana im Hafen, habe ich noch nicht so viel Runden mitgedreht, aber ist halt noch mal besser. Ne? Gerade die Geschütze, du hast das Gefühl, du sitzt in der Montana, bist aber super schnell unterwegs. Mhm. Und hast dazu noch diese Flieger, die von der Genauigkeit einfach
einzigartig sind, wie ich finde. Also ein tolles Paket, aber du bist halt kein Brawler. Du gehst halt nicht rein, weil dafür bist du zu weich und wirst halt dann auch zu schnell abgeflamed. Aber ich mag die wirklich sehr gerne, auch gerade von der Geschwindigkeit. Ist aber auch genau das. Also genauso würde ich es auch beschreiben. Also ich glaube, so nerdy bin ich nicht, dass ich es genau weiß, Leute, aber ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und möchte behaupten, dass der Dropkreis, der maximale Dispersion, in der sich die Bomben verteilen, die du von den HE-Bombern der Louisiana losschickst, dass das die kleinste Dispersion-Ellipse ist, die wir haben bei Bombern. Von allen Carriern oder Hybridschiffen oder allem anderen, was wir sonst so haben. Ich fahre die nicht megamäßig viel, sage ich euch auch ganz ehrlich. Aber das ist das erste Mal, als ich die gefahren bin, habe ich das schon gemerkt. So habe ich mir gedacht, oha, Mensch, was ist denn das für eine Dispersion? Da kannst du ja genau auf die Superstructure mit drauf zielen. Und das ist schon spannend, ja. Ich finde auch die Art und Weise, wie die sich fahren, das ist halt. Das hat mir bei der Kearsarge schon so gut gefallen, weil das ist halt irgendwie, ja, entspannt einfach. Also du musst dir gar keine Gedanken darüber machen, dass du reinpusht oder dass du irgendwie aggressiv fährst oder irgendwas, weil wenn du es tust, bist du eh tot. Also machst du es rein gar nicht und dann hast du halt alle deine 30 Sekunden schießt du da einmal und dann fliegst du mit deinen Flugzeugen rum. Und alles wunderbar so. Und machst halt aber trotzdem übelst viel Schaden und spottest nebenbei und hast Impact aufs Spiel und alles. Also das ist schon ein Spielstil, der ist sehr entspannend. Es ist ja nicht von ohne, dass wir in der letzten Clan Wars Season, gut, sie haben sehr, sehr viele Schlachtschiffe dort gebannt gehabt, aber nachdem die Louisiana raus war, hat man sie wirklich sehr oft gesehen, weil sie halt zum einen sehr schnell verlegbar ist mit ihrer Geschwindigkeit, weil sie halt mit ihren Geschützen ordentlich Dampf drauf hat und zusätzlich natürlich, Träger sind ja in Clan Wars nicht erlaubt, aber sie kann halt wunderbar spotten und kann auch noch Schaden mit ihren Fliegern machen. Dahingehend war sie, glaube ich, der beste Pick, den viele dort für sich gefunden haben. Also durchaus ein tolles Schiff. Abgesehen davon, die Optik, ja gut, kann man drüber streiten, aber das spielt ja eigentlich auch nicht die hervorragende Rolle. Wobei die Special-Tarnung, die sie damit rausgehauen haben, finde ich persönlich sehr schön. Ja, natürlich. Die sind ja also eine Augenweide. Mit dem Rot und Schwarz und so weiter, also schon ganz schick. Also ich mag sie gerne. Ich bin gespannt, ob das bei den amerikanischen Hybriden bleiben wird oder ob wir da vielleicht noch von anderen Nationen auch noch irgendwas sehen werden, so einen kleinen Counterpart oder so in der Richtung. Mal gucken. Könnte ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Aber nicht nur die kam, sondern wie ich persönlich finde, kam ja sogar, also ich habe mich, als das Schiff announced wurde, also angekündigt wurde, habe ich mir gedacht, meine Güte, was ist denn das wieder? Also genau auch in der Art und Weise, meine Güte, was ist denn das wieder? Und dann habe ich sie gefahren und es hat nicht lange gedauert und ich habe mir gedacht, Mama Mia, das ist da dein, das ist so, also das, ist das nicht ein tolles Schiff? Und das auch seit, ich weiß nicht, seit wie vielen, also Schiffe kommen ja, es kommen ja viele neue Schiffe und die Louisiana ist auch nicht schlecht, ohne Frage nicht schlecht, ne? Und zwischendrin kommen auch immer wieder so Schiffe, die mir wirklich sehr gut gefallen. Aber das Schiff, was erst vor kurzem gekommen ist, auch amerikanisch, seit langem, genau, vollkommen richtig, seit langem ein Schiff, wo ich sagen muss, meine Güte, wow. Also Wahnsinn, ja, was man damit für einen Schaden machen kann und mit welcher Konstanz auch, mit welchem, was, also wie einfach es ist. Man stellt sich in den Kite und fängt an, HE zu floppen. Das ist so einfach, das ist schon unfassbar. Und dann auch noch ein Rang 9er Premium. Rang 9er Premium. Also bin ich echt unglaublich überzeugt davon. Das ist ein Schiff, wo viele aber noch nicht ganz verstanden haben, dass es kein übliches Schlachtschiff ist, mit dem ich dann halt auch reingehe, reinbrawle oder so, sondern wie du richtig sagst, ich stelle mich in den Kite und mache den Feuerzauber damit. Feuerzangenbowle.
Ja, es ist ein HE-Spammer, ne? Ich meine, ich habe Geschütze eines Kreuzers drauf, die ich dann auch entsprechend nutzen kann. Und ja, also ich sag einfach ein Pfandschiff reinsetzen und Spaß haben und wirklich außergewöhnliche Runden auch damit fahren. Und ja, bin ich sehr dankbar, dass das in der Sammlung ist. Auch wenn am Anfang alle mit den Augenbrauen gerollt haben und gesagt haben, wie jetzt, was, ein Schlachtschiff mit Kreuzergeschützen und einer geringen Nachladezeit, dafür aber halt auch keiner riesigen Reichweite. Was soll das? Was soll das bringen? Ja, aber das war jetzt. Also beispielsweise, also im Test habe ich ja genauso gedacht, habe ich auch gesagt, aber als das Schiff rausgekommen ist, jetzt kann ich es beispielsweise halt nicht mehr verstehen. Die haben ja im Test ja auch nochmal die Nachladezeit deutlich angepasst. Und du kannst ja auch beispielsweise auf den Ami-Schiffen den Plotterraum einbauen. Damit hast du mehr als genug Range. Und da, also ich meine, wenn man halt weiß, dass man dieses Schiff halt anders zu fahren hat als das, ich sage mal, das normale 0815 Schlachtschiff, wenn man das weiß und wenn man das halbwegs umsetzen kann, dann ist die Illinois unglaublich. Das ist aber. Und deswegen verstehe ich auch nicht, wie manche Leute, also ich habe es ja selber gesehen, ich habe ja die Runden, die ich gefahren bin, die waren ja alle unglaublich stark. Ich glaube, wir haben sogar eine Runde bei YouTube hochgeladen, wo wir fast 200.000 Schaden gemacht haben, ne? Mhm. Im Review mit dem Teil. Und ja, gedacht, so Leute, es ist halt unglaublich einfach, damit sehr, sehr viel Schaden zu machen. Und von daher ist schon ein cooles Schiff. Auf jeden Fall. Und ich meine, es musste auch was anderes sein, weil wir haben eine Iowa, wir haben eine Missouri. Ein drittes baugleiches Schiff hätte auch keinen Sinn gemacht. Insofern, es ist, glaube ich, ziemlich einzigartiges und es wird sicherlich auch von der Art erstmal einzigartig bleiben im Spiel und dahingehend also für jeden, der da gerne Brandschaden macht und gerne mit seinem Schlachtschiff mal eine andere Rolle spielen möchte, für den kann man das auf jeden Fall empfehlen. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, so fast alle Neuzugänge durchgegangen, ne? Ja, so, ich weiß nicht. Es gab sicherlich noch ganz viel anderes, aber naja, nichts, was, ja nicht, was ich jetzt so, anders. Genau, nichts, was ich jetzt irgendwie sofort im Kopf hätte. Okay, dann kommen wir noch zu einem anderen Thema. Vor kurzem brachte eine Nachricht, die Wargaming mal so kurz und knapp im Devblog gebracht hat, ganz schön Aufsehen in die Community. Und zwar ging es um die API. Die API, für alle, denen das nichts sagt, API ist eine technische Schnittstelle, womit Mandaten aus dem Spiel quasi rausziehen kann, um sie dann auszuwerten. Und es ist eine der Schnittstellen oder eigentlich die wichtigste Schnittstelle für externe Sachen wie zum Beispiel Stats and Numbers, wo wir halt unsere Statistiken drin sehen können von den Clans, von den Leuten. Die API ist schon sehr, sehr lange nicht mehr wirklich gepflegt worden und ist dann halt auch durch den Split bei Wargaming dann quasi ganz zum Erliegen gekommen, weil die Entwickler, die sich um die API gekümmert haben, mit in den russischen Bereich gegangen sind, dort bei der Firma geblieben sind und die haben sich ja getrennt. Und nun hat Wargaming verkündet, wir kümmern uns wieder drum. Es wird ein bisschen dauern, gibt uns ein bisschen Zeit, aber wir setzen dort Potential, also wir setzen Entwickler ran, die sich wieder darum kümmern, weil im Moment ist die API leider ja nicht mehr zu gebrauchen und das sieht man halt auch, die ganzen neuen Schiffe, die ganzen neuen Stats werden bei Stats and Numbers einfach gar nicht mehr aufgezeigt, weil es nicht mehr geht. Aber wir haben gedacht, wir reden trotzdem mal heute über Stats and Numbers, was das eigentlich ist und was das eigentlich bringt und wieso das eigentlich auch so ein wichtiges Instrument ist für Clan Wars, für die Clans, für einzelne Spieler und so weiter. Was meinst du? Oder was ist deine Meinung? Was sagst du dazu? Ja, also ich freue mich sehr. Das ist ein Thema, das ist schon seit, ich weiß nicht, seit gefühlt 3 Jahren und ich glaube, viel weniger als 3 Jahre werden es auch gar nicht sein, dass wir nicht nur, also wir hört sich so an. Ich bin im CC-Programm seit einem Jahr, Leute, oder seit fast einem Jahr. Jetzt jährt sich langsam. Aber davor haben schon ganz, ganz viele Leute über das Thema API geredet und ich
man könnte ja fast sagen, darum gebettelt, bitte, Wargaming, wir brauchen die, arbeitet da dran. Und das ist natürlich, machen das die Leute deswegen, weil auch die Communities da hinten dran hängen und viele, viele von euch, und das wissen wir ja auch, schauen sich da gerne die Stats an, auch nicht nur von euch selber, sondern auch von anderen. Und das ist einfach wichtig. Ich finde das persönlich sehr, sehr wichtig, weil es das Ingame einfach in der Art und Weise nicht gibt. Auch mit den Statistiken nicht, mit den Darstellungsarten nicht. Und daher ist Stats and Numbers eine unglaublich wichtige Seite für uns Spieler. Und ich sag's dir ganz ehrlich, Uwe, ohne Stats and Numbers wäre ich nicht der Spieler, der ich jetzt wäre, weil ich mich nämlich auch nicht so entwickelt hätte ohne Stats and Numbers, hätte ich die Seite nicht gekannt. Damals vor, ich sag mal, 4 Jahren, als ich mir gedacht habe, Mensch, lieber Phil, also so wie du jetzt hier mit deiner Bismarck fährst, das kann doch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Und von daher, ja, unglaublich wichtige Seite. Na, es gibt ja da sehr widersprüchliche Meinungen und Ansichten. Einige Leute nervt so etwas. Ich weiß, da gibt es Leute, die legen entsetzlich viel Wert auf die Statistiken anderer Spieler und des Gegners und brauchen die ersten 5 Minuten im Gefecht erstmal, um sich die ganzen Statistiken anzugucken, anstatt loszufahren. Nicht jeder möchte das auch unbedingt wissen, wie die Statistiken vom Gegner sind oder wie auch immer, weil manche Leute beeinflusst das Ganze dann auch oder hemmt das Ganze. Und auch ich sage mir, ja Gott, das ist ja schön, wenn der tolle Statistiken hat, aber manchmal hat er dann auch einen blöden Tag und fährt dann trotzdem wie der letzte Henker. Also auch die kochen nur mit Wasser. Aber wofür sind denn die Statistiken deiner Meinung nach wichtig? Naja, also ich kann es an 2 Sachen festmachen. Ne? Also die Leute, die mir erzählen, dass Statistiken nicht wichtig sind, da sage ich immer, okay Leute, aber wie wollt ihr denn dann irgendwie messen, ob ihr gut seid oder nicht gut seid und wenn ja, in welchen Situationen? Und dann fangen sie an irgendwie zu argumentieren, wie ich fahre schon lange jetzt Clan Wars oder Kalerei und so. Und dann sage ich halt, okay, alles klar. Aber ich meine, Leute, so misst man nun mal Performance in unserer Welt. 20. Jahrhundert ist das nun mal anhand von Statistiken. Man schaut sich irgendwas an, ja. Und was ich halt immer erschreckend finde, ist, wenn die Leute sich dann an einzelnen Sachen festbeißen und sagen, boah, du kannst das Spiel nicht, du kannst nicht gut fahren, oder andersrum, sie sagen, ich bin viel besser als du. Es ist aber sehr wohl aus den Statistiken und es ist für uns auch relativ einfach rauszulesen, wenn man sich das Gesamtbild anschaut, ob daraus kann man erkennen, ist es ein erfahrener Spieler, wenn ja, wie erfahren, ist es ein guter Spieler, wenn ja, was kann er? Und so weiter und so weiter. Fährt er viel in Divis? Das sieht man alles. Das kann man sehen. Aber man muss sich halt das Gesamtbild anschauen. Es zählt halt nicht nur eine einzelne Statistik aus dieser Seite. Es zählt halt nicht nur die Winrate. Es zählt halt nicht nur die PR. Es zählt halt beides, ne? Und es zählt halt auch, über welche Schiffe fährt man die. Man kann ja auch beispielsweise seine Stats faken. Man kann die irgendwann zurücksetzen. Und dann fängt man wieder von vorne an. Und natürlich dann mit der Erfahrung, die man bis dahin aber schon gesammelt hat, hat man dann natürlich deutlich bessere Statistiken. Leute, ich empfehle euch aber, macht es nicht. Es gibt nämlich auch Menschen, die sehen sowas und ich sehe sowas nämlich auch. Dann gibt es nämlich Sprünge in den einzelnen Graphen dort unten. Das kann man also auch rausfinden. Und genauso kann man herausfinden und heraussehen, wenn man seine Statistiken versucht zu pushen, das geht auch. Dann fahren die Leute Rang 2er Schiffe, ja. Wenn man mit Rang 2ern Schiffen, natürlich, wenn man ein erfahrener Spieler ist, meistens gegen Bots und gegen irgendwas anderes fährt. Und dann ist es natürlich extrem einfach, da zu gewinnen und viel Schaden zu machen und damit eine extrem gute PR zu kriegen und damit seine Stats zu pushen. Das geht auch. Sieht man aber auch in den Statistiken, wenn man genauer hinschaut. Also da gibt's nicht nur, ich sage mal, nicht nur schöne Sachen, aber wenn ihr euch wirklich und wenn ihr den Anspruch habt, euch wirklich einfach individuell zu verbessern, dann ist das einfach nur eine nützliche Seite und mehr nicht. Es ist, also ich meine, mehr ist es dann halt auch nicht. Ne? Es ist halt eine nützliche Seite. Wenn man sich verbessern will, kann man halt sehen, okay, im Verhältnis zu anderen Leuten, die mit der Bismarck fahren, fahre ich denn gut Bismarck oder nicht? Oder fahre ich sehr gut Zerstörer oder nicht? Oder wie auch immer. Ja, ich wollte gerade schon fragen, was nützt es eigentlich dem Einzelnen, sich seine Statistik dort rein anzugucken, außer jetzt im Vergleich zu anderen, aber was bringt mir, wenn ich da jetzt reingucke, was bringt mir die Statistik? Eine Idee?
Naja, also du siehst ja schon da drin eindeutig, wie gut du mit den einzelnen Schiffen auch performst. Also beispielsweise, wenn wir jetzt bei der Bismarck bleiben und du schaust dir selber an, was für Stats du auf der Bismarck hast, wirst du ja gegenüber anderen gematcht. Und dann hast du ja entweder grüne, rote, blaue, lilane, irgendwelche Zahlen dort. Und dann daran kannst du ja sehen, wie gut du selber individuell dieses Schiff im Verhältnis zu allen anderen fährst. Und das ist ja schon eine Sache, die hilft mir persönlich sehr, sehr doll weiter. Also die hat mir damals auch sehr, sehr doll weitergefahren, weil das ist nämlich genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Mensch, lieber Phil, so wie du Bismarck fährst, das kann doch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Da habe ich mir halt gedacht, okay, was musst du denn jetzt anders machen? Das steht natürlich nicht in den Statistiken. Natürlich steht das nicht in den Statistiken. Das Wie und Was steht da nicht drin. Aber da steht drin, okay, das und das kann ich gut, daran kann ich ansetzen, das kann ich vielleicht besser machen. Das sieht man da drin schon. Ja, ich habe gerade ein schönes Beispiel aus dem Chat. Da hat der Freeman geschrieben, ich bin vorgestern mit 9 Leuten aus dem Zweitclan gefahren und da war ein super Unicum, der 17k Gefechte hatte und 15k davon nur auf seinem T2-Schiff. Naja gut, da kann man dann natürlich schon sehen, okay, die Stats bringt nichts, beziehungsweise das, was er da macht, bringt nichts. Aber eine andere Sache noch. Als ich mit dem Thema angefangen habe und das Thema wurde auch bei uns aus dem Clan nochmal für den Podcast vorgeschlagen, da kam dann auch die Frage auf, was bringt Stats and Numbers eigentlich für den Clan? Abgesehen davon, dass man insgesamt sieht, wie gut der Clan mit seinen Mitgliedern ist. Aber im Grunde genommen ist Stats and Numbers ja damals entstanden, weil viele Leute gesagt haben, das, was uns Wargaming hier im Game an Statistiken und an Möglichkeiten bringt, ist uns einfach zu wenig. Wir können dort die Clans nicht gut miteinander vergleichen. Wir können aber vor allem auch nicht sehen, hast du einen voll ausgebauten Clan mit 50 Leuten und dann plötzlich eines Tages sind es nur noch 49, dann bist du erstmal am Suchen, wer ist denn jetzt von den 50 gegangen und so weiter. Das sehe ich dort natürlich mit einem Blick. Das sind alles solche Sachen, die auch wenn ein Neuer kommt, guckt man sich natürlich erstmal die Statistiken an, aber man guckt vor allem auch mal dahingehend, ist das ein Hopper? Also sprich, springt er von einem Clan zum anderen, ist dort immer nur 1-2 Wochen und geht dann wieder weg? Dann fragt man sich natürlich, brauchen wir sowas? Richtig. Lauter solche Sachen. Da guckt man natürlich rein und das bietet einem das Spiel an sich leider nicht. Und deshalb sind solche Seiten wie Stats and Numbers einfach auch für die Clans, für die Organisation der Clans und für Sachen, die man dort halt sehen kann, für Übertragung, Beziehungen zu anderen Clans und so weiter. Also eigentlich unglaublich wichtig, finde ich. Ja, ohne Frage. Müssen wir nicht drüber reden. Wunderbar zusammengefasst. Also klar, ist unglaublich wichtig. Das ist ja auch, logisch, wenn man auch vielleicht sogar ein Clan-Gefüge hat aus mehreren Clans, so wie wir jetzt hier bei uns, dann muss man ja auch schauen, dass man. Ja, also ich meine, als erfahrener Spieler will man ja auch vielleicht eher mit erfahrenen Spielern in der Divi fahren, die will man wahrscheinlich eher in seinem erfahrenen Clan haben und dann mit den erfahrenen Spielern auch untereinander Clan Wars fahren, weil man ja dann auch mehr erreichen möchte und so weiter. Und das geht ja nur darüber, indem man dann sich so ein bisschen das anschaut und dann die Leute danach gehen, dann auch einen sortiert. Also wenn wir gar keine Stats hätten oder gar keine Stats and Numbers, dann wäre das ja ein heilloses Chaos, muss man einfach mal so sagen. Da würde man ja nur umsortieren, nur schauen und immer nur gucken. Das wäre ganz blöd. Und natürlich auch auf individueller Ebene. Und ich kann es euch nur sagen, Leute, ich hätte überhaupt gar keinen Angriffspunkt gehabt, zu sagen, ich in meiner Bismarck bin ich jetzt gut oder nicht gut. Also ich habe immer nur das Gefühl gehabt, das war ein Bauchgefühl. Und es war wirklich so, Leute, ich erzähle euch jetzt nichts. Ich habe meine erste Linie, die ich gefahren habe, war natürlich deutscher Spieler, ja, Bismarck, klar. Und mir gedacht, Mensch, meine Güte, irgendwie, du bist hier schon relativ schnell tot. Das ist doch irgendwie, soll das jetzt gut sein hier? Und dann hat man da irgendwann die Seite kennengelernt und das hat schon lange gedauert. Und da hat man sich halt Stückchen für Stückchen in die Materie rein und immer mehr. Und ja, also es hilft auf jeden Fall.
Ja, nicht nur das, auch umgekehrt. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Clan. Da gucke ich mir dort erstmal die Clans an, die mir vielleicht empfohlen wurden oder über die ich gestolpert bin und gucke erstmal, weil ich kann dort auch sehen, sind es tote Clans? Also sprich, da leben nur drei Leute drin, der Rest ist Karteileiche, oder sind es aktive Clans, die vielleicht auch Clan Wars fahren und ähnliche Sachen? Das kann ich alles daraus sehen und das ist für jemanden, der sich verbessern möchte, also sprich einen stärkeren, einen besseren, aktiveren Clan sucht, natürlich auch unglaublich wichtig. Aber im Zweifelsfall kann man natürlich immer sagen, wenn ihr einen guten Clan sucht, dann ab zu den Stifties Clan 1, 2 und 3. Da findet ihr auf jeden Fall sehr viel Aktive. Auf jeden Fall. Stift-Community ist... Das war der Werbeblock. Das war der Werbeblock, so ist es. Aber es war ein guter Werbeblock, glaube ich, oder? Also, war jetzt nicht sehr schlimm. War ja im eigenen Interesse, Uwe. Ja, wir kriegen ja nichts dafür. Da kriegen wir nichts für. Da reden wir auch. Auch bei uns ändert sich und verändert sich ja einiges. Und wir werden auch in einem der nächsten Podcasts mal über Clans und Clangestaltung und ähnliche Sachen reden. Wie auch die Erfahrungen sind. Einige von uns haben ja auch schon ein, zwei Clans in ihrer Laufbahn erlebt und da werden wir auch sicherlich immer noch mal drüber reden. So, ich schaue auf die Uhr und merke, dass wir schon fast am Ende sind und dahingehend hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du gerne loswerden möchtest? Ich freue mich einfach, dass wir wieder so einen entspannten, netten Podcast hatten, Uwe. Also mehr. Das ist einfach immer toll, wenn man sich so, es hört sich so einfach an, so man setzt sich hin und quatscht ein bisschen. So ist es natürlich nicht. Wir überlegen uns schon, was können wir wie sagen und so, ne? Also nicht genau, aber schon, welche Themen können wir wie bereden, dass es für euch interessant ist. Aber im Allgemeinen finde ich das Format sehr toll. Ist meine persönliche Meinung. Ich hoffe, ihr auch. Danke an der Stelle auch für den Input, der aus der Community und auch vor allem bei uns aus dem Clan gekommen ist oder aus den Clans gekommen ist. Also gerne auch, wenn ihr Ideen habt oder euch mal wünscht, dass wir irgendetwas genauer beleuchten, betrachten, bereden, dann gerne bei uns in den Discord mit, schreibt mich an und dann finden wir die Themen. Ich sage an der Stelle jetzt erst einmal herzlichen Dank. Viel Spaß noch und danke Phil und bis zum nächsten Mal. Dankeschön auch. Das war der Phil und Stifti Podcast. Ich bin der Phil Stifti und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann.